Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge im Ada Wong DLC hier in Resident Evil 4 Remake. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Guckt sie euch an, Freunde. Guckt euch Ada an. Sie weiß überhaupt nicht, was sie hinter dieser Tür erwartet. Die Leute, die letzte Folge zu Ende gesehen haben, die wissen es. Wir machen auch sofort weiter. Erstmal danke für eure Unterstützung bis hierhin. Freue mich, dass es euch gefällt. Ich meine, ja, es ist Resident Evil 4 Remake als DLC jetzt nochmal erweitert. Mega geil. Kann man nur feiern. Und wenn es euch weiterhin gefällt, gerne ein Like da lassen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir durch. Viel Spaß. Okay, renn einfach. Ah! Einfach rennen. Oh, ich hab doch gedrückt. Okay, nimm das einfach mal. Das will ich sehen? Ja. Ah, ich wollte es sehen, Omi. Geh mal weg jetzt hier. Ich wollte sehen, wie die explodieren, ey. Den Spaß, der Spaß sei mir doch mal gegönnt, ey. Wuhu! Geil. Da kommt gleich einer hinter der Ecke. Noch da. Ach, sag mal, ich nehme aber wirklich jeden mit hier, der hier am Start ist, oder? Okay, der will mich nicht durchlassen. Selber schuld. Oh, nice. Ich glaube, ich bin sie los. Ihm ist egal, wa? Ihm ist alles egal. Hauptsache, er kann seine Sachen verkaufen. Ihm ist wirklich alles egal. So, Freunde, kurze Info, was ich im letzten Part angebahnt hatte. Ich habe mich tatsächlich wirklich erkältet. Ein bisschen leider sehr nervig. Also wenn irgendwie ich am Schnaufen bin oder sowas, dann wisst ihr Bescheid. Irgendeiner dieser Idioten hat sich eine Jacke gekrallt, die definitiv nicht ihm gehört. Ist so eine stylische aus Schafsfell. Hast du Zeit, sie dir zurückzuholen? Die Jacke verkaufen? Verlassene Fabrik? Okay. Warum tust du dir nicht was Gutes? So, warte mal. Achso, das ist da drinnen und das ist, wenn ich hier hinlaufe. Oder? Ja, okay. Holen wir uns erstmal den Schatz. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, die Peseten von dem... Die Peseten von dem Idioten. Da. Nice. Ja, mit dem Smaragd. So. Okay. Hey, wie gesagt, bisher einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich liebe das Spiel, das Hauptspiel halt auch schon. Also, deswegen macht es echt Laune. Ob Sam jetzt 10 Euro wert ist, muss man ja selber wissen. Wie gesagt, wenn einem das alles zu teuer ist, dann wartet man einfach. Mittlerweile wird jetzt hier Resident Evil 2 und Remake und 3 Remake zusammenverkauft für 15 Euro. Mittlerweile werden die Spiele so verschleudert, also. Deswegen. Willkommen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Okay. Ein hervorragender Deal. Das ist jetzt die Frage, will ich die Panne? Ja, jetzt ist die Panne ja nämlich nicht mehr im Angebot. Deine mit dem Laservisier direkt. Oder dein Leben. Hätte ich letztes Kapitel machen müssen. Sollte dir leicht fallen. Hätte ich letztes Mal machen sollen. 100.000. Oh mein Gott, da ist die schlimmere Geld gegangen. 100.000 hier. Das Gewehr gefällt mir eigentlich. Wenn ich das jetzt hier nochmal ein bisschen Angriffskraft hochmache. Hier, wie du es haben Magazin wolltest. Müsste hier auch nochmal reinknallen. Für warum diese nicht? Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Extravagante Uhr. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Na dann. Ja, theoretisch können wir jetzt warten. Also.
Aber beide mit Blau ist eigentlich schon. Achso, nee, das sind ja die falschen. Stimmt, die müssen ja die Dinges da rein. Hm. Ach, weißt du was? Wir warten einfach. Wir warten einfach. Let's go. Hab was. Hey, was ist das denn? Interactive Retinal Inquiry System. Iris, das interaktive Netzhaut. Integrierte Abfragesystem ermöglicht es, Ada Hinweise zu sehen, die für das bloße Auge nahezu unsichtbar sind. So kann sie neue Informationen erlangen, die ihr bei ihrer Mission nutzen. Hier ist zu, oder was? Hier ist zu, ja. Zu. Muss ich das denn einmal anklicken hier? Achso, jetzt hat es, okay. Ach du Scheiße, meine Fresse. Ich laufe auch wirklich in die erste Falle rein, ey. Ja, geil. Ah, ich bin sogar ausgewichen und genau reingelatscht. So ein Dreck, ey. Die Jacke. Warum geht's dir denn so schlecht? Geht doch noch von der Lebensenergie. Jetzt mach mal. Nicht so. Oh, du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja. Willkommen, Fremde. Wofür kann ich dich begeistern? Ich wusste, du hast es drauf. Natürlich. Was hab ich denn sonst hier noch? Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Tauschen. Kleinen Schlüssel, es gibt Dinge, die kann. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. So einen lilanen wäre auch ganz geil. Die Frage, will ich jetzt richtig Cash machen? Hm. Wie bitte? Eine interessante Wahl. Na, so einfach. Also ich meine das natürlich positiv. Natürlich, Kollege. Tja, soll ich mir so Talisman kaufen? Meine Wagen sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Hm, genau. Feuerrate vielleicht. Du hast ein. Ich glaube, ich werde mir nicht mehr die andere Pistole holen. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um den Rest. Wenn du auch nur den Hauch probier, ich hoffe, du beirrst mich. Nackte Tatsachen. Ja, ja, das den würdet ihr gerne nackig sehen, oder? Den Leon. Ich verstehe schon. Ich habe ohne Ende Granaten, aber ich bin ja auch der Granatengott schon hier. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. So, aufpassen jetzt hier nicht wieder reinlatschen irgendwo. Ah, ihr Ratten werdet nicht von mir getötet. Ach, was ist das denn? Die Armbrust. Ach, geil, das ist ja nice. Aha. Ja, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Das hat sich gelohnt, das können wir direkt mal verkaufen. Ah, die Willkommen. Na dann, 10.000. Das kann ein hervorragender Deal. Das hat sich gelohnt. Nein, 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 nicht das verkaufen. So. Werde ich die Pistole doch noch verkaufen oder nicht? Sehr schön. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um den Rest. Jetzt eigentlich nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob das. Obwohl. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Er hört einfach nicht auf. Ist okay, wir haben es verstanden. Die Punisher, wenn die jetzt nicht nochmal im Angebot kommen. Probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten? Deine Waffen sind bei mir in guten Händen. Hier, angenehmerweise. Ja, das Gewehr ballern wir hoch. Schon. Aber der Nonstop ist doch gut jetzt, meine Fresse. Man kann überhaupt gar nicht überlegen, ey. Aber das ist die Taktik, weißt du? Das ist die Taktik von dem.
Die ganze Zeit labern, 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 labern und noch mehr labern. Damit du gar nicht nachdenken kannst. Ist das jetzt ein gutes Angebot? Er sagt, es ist ein gutes Angebot. Okay, ich mache es einfach. Scheiße, Mann, er hat mich abgerippt. Gut, dass wir hier die Spuren brauchen. Sonst hätten wir diesen Weg gar nicht gefunden. Muss man auch mal sagen an der Stelle. Jetzt geht das wieder los. Ist er schon wieder in der Nähe, oder was? Verdammt. Verdammt. Okay, okay, okay. Ich habe so viel Zeug jetzt schon. Nee, nee. Ich nehme noch einen Treffer. Also nicht freiwillig natürlich, aber wenn ich einmal getroffen werde. Dann gönne ich mir die Heilung. War das Luis? Die sind von Luis. Tradition. So. Kryptische Zahlenfolge 422-1625. Ist das eine Frequenz? Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Ich muss sagen, die Stimme von Luis, die passt aus meiner Sicht immer noch nicht so wirklich. Ich mag den Sprecher echt gerne, weil der auch in Hyper Rush die Hauptfigur gesprochen hat. Ich finde den Sprecher an sich gut, aber irgendwie finde ich immer noch, das passt einfach nicht. Ich finde, der klingt erstmal zu jung und der klingt auf jeden Fall auch nicht nach so einem Don Juan-Aufreißer-Typ mit Raucherstimme oder sowas. Ich weiß nicht. Ach du heiliger Bimbam. Ach du heiliger Bimbam. Yo! Mit seiner Frau ist er da. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Okay. Hallo. Also sag mal. Sage mal. Schnellzugriff. Okay. Obwohl, nee, die Granaten spare ich mir auf für die Decken. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch so viel aushält, ehrlich gesagt. Aber okay. Nein, schlecht sie ab. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch so viel aushält, die Alte. Spiel mit dir, Junge. Kurz die Nase stoppen, kurz mal abwischen nebenbei. Gar kein Problem, weil sie am Laufen ist, Junge. Hat er noch Bock? Das war ein bisschen spät, glaube ich. Ja.
Schlüssel. Ist vielleicht nicht die beste Sache, jetzt den jetzt auszuprobieren, aber wir testen es trotzdem jetzt einfach mal bei ihm. Oh mein Gott. Da muss man auch treffen, wa? Oh Gott, wie peinlich. Gott, ey. Er steht in der Tür und ich treffe ihn trotzdem nicht. Junge. Na, wo ist deine Frau, Junge? Die schicke ich zu dir, du Ratte, du. Lauf doch! Spring! Schlaf gut. Sie hatten Lilanen jetzt gegeben, oder was? Schlechter Tag. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Louise. Bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht dein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ada, na endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit. Du kommst auch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Alles klar. Hat er jetzt eine Probe von ihr genommen, oder was? Warte mal, hier draußen ist ein Schatz, okay. Auf der Seite, okay, gut. Hat er jetzt eine Probe von ihr genommen, weil er gesehen hat, dass sie so Anfälle hat, oder was? Und die Frage ist ja wirklich, warum ist der hier? Ja. Bin ich echt gespannt. Freunde, ey, jetzt mal aber wirklich. Das ist eigentlich... Ich wurde noch nicht gespoilert, weil erster Tag ist ja immer sofort alle, die ganzen internationalen ballern alles raus, bis zum geht nicht mehr und hast dich gesehen. Man kann sich gar nicht davor retten. Aber es ist doch wohl klar, dass Teil 5 auch geremaked wird. Sonst würden die doch nicht Dinge so im Vordergrund stellen. Plötzlich. Der ja mal eine größere Rolle übernommen hat, auch wieder im fünften Teil. Deswegen, der wird 100% geremaked. Warum auch nicht? Wie gesagt, warum auch nicht? Ich fand den fünften erstens nicht schlecht. Der wurde schlechter gemacht, als er ist, finde ich. Klar, kam dann nicht mehr so ran an die alten. Auch nicht an 4, aber ich fand den jetzt nicht schlecht. Wenn ihr das jetzt in der heutigen Qualität
nochmal remaken würden. Ich bin am Start. Was ist los? Natürlich bin ich am Start. So. Na komm, weißt du was? Mach noch einmal. Pistole auch nochmal. So, nochmal das Ganze hier ordnen. Schön. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Zwei Lilanen hätte ich. Einen roten, das wäre natürlich super. Ja. Es wäre halt auch geil, wenn die Code Veronica remaken würden, weil den habe ich nicht gespielt und viele von den Oldschoolern sagen immer, der ist voll krass, voll krass, voll krass. Ich würde den schon gerne mal den Song. Ja. Das ist neu. Der war doch volle Kanne drauf. Reicht der Einschuss nicht, oder was? Hör auf, zu grapschen, Junge! Küchenmesser her. Ich wollte gerade sagen, hat sie irgendwie eine Taschenlampe vielleicht mal? Das hat sich schon gelohnt, die Kettensägen-Typen mit meinen dicksten Waffen abzuknallen, ey. Warum der Schwan, weißt du, warum der Schwan? Ja, keinen Sinn. Anweisung an einer Hauswand. Der Fremde ist in der Bergvilla, versammelt alle, weckt unseren großartigen Sohn. Artikel für dich zurückgelegt. Willkommen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Das stimmt allerdings. Puh, das ist jetzt die Frage, oder? Ich kaufe fast alles. Das ist jetzt die Frage, ich würde schon gerne eine Schrot haben. Oder bleibe ich... Nee, ich bleib bei der Armbrust, oder? Es ist schwer jetzt zu sagen. Scheißdreck. Ich weiß es nicht, ey. Es ist schwer zu sagen jetzt gerade. Ich weiß es nicht, aber warte mal. Willkommen. Lass kurz mal gucken. Hast du noch einen Koffer? Seltene Ware im Angebot, Fremde. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten. Quatsch doch nicht nonstop, ey. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Quatsch doch nicht nonstop. Was bringt das? Das bringt auch nichts, ey. Komm, weißt du was? Ich mache jetzt einfach beide Lilanen rein. Ja. Das verkaufe ich mir, verkaufe ich dann den Dingens. Ein hervorragender. Ich habe jetzt den roten für das hier, den roten und den gelben wäre halt geil, wenn ich noch einen gelben Saphir im Dingsmus finde, hier so einen kleinen halt, so einen runden. Gehört dir, Fremde. Okay. Sprengpfeile, Rezeptur. Deine Kohle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir. Okay, wisst ihr was, Freunde? Hier ist erstmal Schluss. Der labert mich die ganze Zeit voll. Ich kann gar nicht nachdenken, Alter. Wir haben auf jeden Fall den neuen Ding. Jetzt könnten wir noch eine dicke Waffe. Aber wie viel Waffe will ich mir holen, weißt du? Wie viel Waffe will ich denn noch haben? Dann müsste aber langsam mal ein Ende haben. Aber jetzt nochmal dicke
Schrotflinte wäre schon sexy, ehrlich gesagt. Ich überlege es mir vorne. Hier ist erstmal Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Liken, kommentieren, um das Ganze zu unterstützen. Danke dafür. Und haut rein.